Hallo meine Lieben, heute geht es um das Thema Babypflege oder Kleinkindpflege. Ja, Alexandra ist ja jetzt 2, ist ja schon Kleinkind, aber es zählt ja noch zur Babypflege, weil man kann eigentlich die meisten gleichen Produkte auch vom Babyalter an benutzen. Und in diesem Video zeige ich euch, was wir zurzeit gerne an Pflegeprodukte benutzen. Viel Spaß dabei! Dieses Video drehe ich in Kooperation mit der lieben Christina vom Kanal Channel About My Life. Sie ist eine ganz liebe Mama und bei ihr dreht sich auch alles um Baby, Kleinkind. Also sie hat einen ganz normalen Familienkanal und schaut mal bei ihr rein. Ich verlinke euch das unten in der Infobox, alles ihren Kanal, ihr Video und hier könnt ihr sie auch nochmal abonnieren. Ich fange mal an mit dem Windelbereich und da benutzen wir zurzeit die Pampers. Da habe ich aber noch ein extra Video zugedreht mit der Überschrift Pampers oder Billigwindeln im Test. Unsere Erfahrungen. Ja, zurzeit benutzen wir halt die Pampers in der Größe 5, weil die gut sitzen, nehmen viel Flüssigkeit auf und die laufen nicht aus. Feuchtigkeitsmäßig haben wir kein Problem, da benutzen wir eigentlich alle Marken. DM, Rossmann, Lidl, Pampers, was gibt's noch? BB, ja, alle Penaten. Aber wir passen halt auf, dass wir die sensitiven nehmen und ohne Duftstoffe etc., weil sonst kriegt der Alexandro einen wunden Popo. Dann benutzen wir gerne die Pflegetücher von Baby Dream mit Aloe Vera. Die sind schön reißfest und wir benutzen die auch gerne zum Naseputzen. Und diese Aloe Vera, die haben nochmal so ein, die sind so sensitiv und die haben nochmal so ein bisschen Aloe Vera Duft, sag ich jetzt mal, diesen sensitiven Aloe Vera Duft. Und deswegen bevorzugen wir die. Ja, dann gibt es hier ganz viele Varianten von Wundschutzcremes und Puder und was auch immer. Also ich habe jetzt hier 4 Sachen da, 2 davon sind bei uns Flop und 2 davon sind Top. Ich fange einfach mal mit den Top-Produkten an. Also die Top Nummer 1 ist bei uns die Bepanthen Wund- und Heilsalbe. Immer wenn ihr einen roten Popo haben sollte, wenn wir Bepanthen drauf machen, ist es sofort wieder weg oder über Nacht. Also es hilft sehr, sehr gut. Und diese normale, gängige Penatencreme, die man halt kennt, die funktioniert auch sehr, sehr gut bei Alexandros Wundenpopo. Dann habe ich hier 2 Flop-Produkte vom Penaten. Und zwar ist das einmal dieses Babypuder. Ja, das haben wir fast gar nicht angewendet. Anfangs haben wir es angewendet, aber dann wurde uns von der Ärztin gesagt, man sollte kein Babypuder auf dem Popo drauf machen, weil ich weiß es gar nicht mehr. Kommt irgendwie keine Luft dran und kann dann nicht richtig heilen. Ich weiß auch nicht so genau, also jetzt würde ich lügen, weil es ist jetzt schon fast 2 Jahre her. Was man aber damit machen kann, erzähle ich euch in einem anderen Do-It-Yourself-Video. Da könnt ihr nämlich was richtig Cooles fürs Kind herstellen, womit es spielen kann. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Ja, und für die Mama eignet sich das auch. Man kann zum Beispiel auf die Haare machen, dann kann man die Haare so ein bisschen tupieren. Die riechen dann schön frisch. Aber da habe ich ja auch schon extra Video zu gedreht. Aber für den Babypopo ist es bei uns nicht geeignet. Dann habe ich hier auch mal nochmal vom Penaten eine Wundschutzcreme mit Naturals. Also das ist so eine, ist ja auch vom Penaten, aber die ist etwas flüssiger, die Creme, und also die hat bei uns gar nicht geholfen. So, dann geht es weiter mit Baden. Also ich habe hier 3 Lieblingsprodukte rausgesucht. Und zwar haben wir einmal das Camille Baby Bad von Bübchen. Ich liebe diesen Duft und ich wasche mich auch damit. Ich mag diesen Geruch einfach, das erinnert mich einfach an Baby und ich finde es toll. Es pflegt auch toll. Ja, dann haben wir hier diese große Packung. Dann haben wir einmal hier vom Penaten die Wasch- und Duschcreme. Die ist mit 1/3 Babylotion und 1 Tropfen Öl. Die hat nochmal so eine Extrapflege und ja, finde ich auch ganz gut. Und der Duft erinnert auch an Baby. Und dann noch ein Lieblingsprodukt. Es ist was Neues von Bübchen Kids. Das ist ein Shampoo und Shower mit natürlichem Honig. Kein Ziepen und keine Tränen. Und das riecht so schön nach Honig. Das riecht total lecker.
So, dann nach dem Baden haben wir noch ein Lieblingsprodukt. Das ist dieses Pflegeöl von Belly Button. Das Baby so sanft Pflegeöl mit Vitamin E und körperverwandten Lipiden von Hebammen entwickelt. Das gibt es ja nicht allzu lange Zeit, aber es pflegt halt gut und ich finde diesen Geruch so, ja, den gibt es nicht oft und ich finde diesen Geruch einfach toll. 0% Mineralöle, keine Silikone, keine Parabene, keine Farbstoffe, keine tierischen Rohstoffe und so sollte es sein. Die Creme, die wir für Alexandros Gesicht zurzeit benutzen, ist von Penaten, die Intensivcreme für Gesicht und Körper. Da creme ich ihn immer morgens mit ein, immer wenn wir rausgehen und abends vorm Schlafen gehen. Zahnpasta-mäßig haben wir von Chico eine, die ist ab 12 Monate und die ist mit Erdbeergeschmack, also die schmeckt gut und die riecht auch gut. Hier ist sie schon ausgelaufen, könnt ihr das sehen, die hat so eine rosane Farbe. Für die Haare haben wir hier so eine Bürste, die haben wir von DM, da ist so eine Giraffe drauf. Dann benutzen wir diese Wattestäbchen von Baby Dream. Mit denen sind wir ganz gut zufrieden, aber man kann auch ganz normal die von Baby Love nehmen. Ich denke, da ist kein großer Unterschied. Für die Lippenpflege haben wir hier von Prinzessin Sternenzauber ein Labello. Auch noch was zum Haare stylen mit Kokos und zwar von Swissopar das Kokoshaarwachs. Das mit reinem Kokosöl, also eine Chemie. Und das verwende ich schon seit dem ersten Lebensjahr. Nach seinem ersten Lebensjahr. So, für Alexandros Haare. Es duftet toll nach Kokos und es riecht einfach nur schön frisch. Und ja, das gibt es bei Rossmann auf jeden Fall. DM weiß ich jetzt nicht, aber ihr kennt ja die Swissopar-Produkte. Und einige Sachen davon, die ich auf Amazon finde, die verlinke ich euch auch unter Video. Da könnt ihr das auch über Amazon bestellen. Und zu guter Letzt habe ich hier noch etwas Praktisches zum Thema Babypflege für unterwegs. Und zwar ist das diese Windeltasche von der Marke La Roki. Die gibt es auf der Wanda. Den Shop verlinke ich euch auch nochmal hier drunter. Aber da habe ich euch auch ein Vorstellungsvideo zugedreht vor 2-3 Monaten. Die ist praktisch, die kann man hier öffnen. Hier sind die Feuchttücher. Dann habt ihr hier die Windeln, die man rausholen kann. Kann man auch immer mal öffnen. Und hier vorne gibt es ein Fach. Und da haben wir jetzt drin, wenn wir unterwegs sind, einmal einen Windelbeutel. Und einmal von Penaten die Intensivcreme fürs Gesicht. Und einmal eine kleine Wundschutzcreme von Bübchen. Ja, meine Lieben, das war das Video zu unseren Pflegeprodukten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr für Pflegeprodukte für euer Kind benutzt. Und nicht vergessen, auf dem Kanal von der lieben Christina, Channel About My Life, gibt es das Video zur Babypflege, was sie für ihr Kind benutzt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Tschüss!